Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk. Wieder ein interessantes Thema, diesmal auch mit einem Live-Speaker hier auf der R3S. Wir halten zwar artig Abstand, aber sicherheitshalber deswegen, zumindest ich, mit Mundschutz. Internetgrundversorgung aller öffentlich-rechtlicher Rundfunk nach Freifunk von Matthias. Und Matthias ist seit über 6 Jahren bei Freifunk aktiv. Und er wird in seinem Talk bestimmte Aspekte von Freifunk einfach weiter und auch größer denken. Es ist wieder mal das blöde Virus gewesen, dass es uns ja wirklich schmerzhaft in ganz, ganz vielen Bereichen hat spüren lassen, dass digitale Teilhabe wirklich auch nur mit einer Internetverbindung funktioniert und auch davon abhängt. Und das Schlagwort Digitalisierung wird insbesondere von der Politik immer sehr, 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 sehr gerne bemüht, aber es fehlen irgendwo konkrete Taten. Und es hapert auch definitiv an einer adäquaten Umsetzung. Matthias hier neben mir spricht in seinem Talk über Grenzen für das Ehrenamt Freifunk, aber auch über die Chancen, die vor allem der 5G-Ausbau flächendeckend bietet. Matthias, bitteschön. Ja, vielen Dank. Dieses Jahr hat im Besonderen gezeigt, wie wichtig eine flächendeckende Internetgrundversorgung ist für alle gesellschaftlichen Bereiche. Die Notwendigkeit wird nicht mehr bestritten. Für Freifunk ist diese Notwendigkeit seit vielen Jahren nun die Motivation. Die Kommunalpolitik träumt von flächendeckender Grundversorgung, zumindest in den Innenstädten oder an zentralen Punkten im Ort. Was ist überhaupt möglich? Wo sind die Grenzen? Sollte in anderen Größenordnungen gedacht und gemacht werden. Mein bescheidener Beitrag heute soll Ideen aussprechen. Vielleicht sind solche Ideen schon anderswo geäußert worden. Sie zu äußern, zu verbreiten, zu wiederholen. Dazu möchte ich beitragen. Es mag Widerspruch auftreten, doch zur Diskussion mit Inhalt soll es anregen. Weg von der mehr als zu oft verkürzten Phrase mehr Digitalisierung in den breiten Medien. Freifunk heute. Freifunk kann unterschiedlich gedacht und gemacht werden. Vor einigen Jahren haben relativ viele Menschen die Freifunknetze aufgebaut. Es war ein frischer Wind. Heute ist es ein wenig ernüchternder. Das Netz muss gewartet, Router müssen ausgetauscht werden. Manche Geräte sind verwaist, vormals aktive Menschen nicht mehr verfügbar. Die Politik träumte von flächendeckender Versorgung in Innenstädten. Doch außer in oder von den eigenen Gebäuden blieben bestenfalls Straßenlaternen als Routerstandort übrig. Freifunk heute. Freifunk kann unterschiedlich gedacht und gemacht werden. Vor einigen Jahren haben relativ viele Menschen die Freifunknetze aufgebaut. Es war ein frischer Wind. Heute ist es ein wenig ernüchternder. Das Netz muss gewartet, Router müssen ausgetauscht werden. Manche Geräte sind verwaist, vormals aktive Menschen nicht mehr verfügbar. Die Politik träumte von flächendeckender Grundversorgung in Innenstädten. Doch außer in oder von den eigenen Gebäuden blieben bestenfalls Straßenlaternen als Routerstandorte übrig. Das Werben bei vielen Geschäften, Restaurants, Kneipen, Arztpraxen usw. ist aufwendig und das Ergebnis ungleichmäßig. Die Erkenntnis, dass mit WLAN-Technik sehr viele Geräte benötigt werden, dass die Wartung trotz guter Firmware mit wenig ehrenamtlichen Menschen an Grenzen stößt. Freifunk hat eine gewisse Größe. Es machen immer wieder neue Leute mit, stellen neue Router an neuen Standorten auf. Menschen gelangen zu Freifunk und wollen lernen, mitwirken und mitentwickeln. Leider sind die Ressourcen ungleichmäßig im Land verteilt. Es ist schlicht Glück, wenn Menschen, die aus verschiedenen Gründen gerade keinen eigenen Internetzugang haben oder bezahlen können, dass in der Nachbarschaft ein freier Zugangspunkt angeboten wird. Das Grundrecht auf Internetzugang ist in der Diskussion. Das Ehrenamt kann bis zu einem Grade dazu beitragen. Eine flächendeckende Versorgung benötigt wahrscheinlich mehr. Warum beziehe ich in meinem Vortrag den öffentlichen rechtlichen Rundfunk mit ein? Nun, ab hier könnte es etwas kompliziert im Detail werden. Jedoch probiere ich eine Grundidee. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist selbst im Wandel, besonders wegen dem Internet. Was ist Auftrag? Wo geht das Angebot zu weit? Ab wann ist der Bereich zur Presse überschritten? Ich klammere bewusst weite Aspekte aus und beschränke mich auf die technische Versorgung. Über Jahrzehnte war es ganz klassisch. Man kauft ein Radio oder ein Fernsehgerät und es gelangt Programm auf diese Geräte.
Prosit. Naja. Mit den Rundfunkgebühren wurde und wird Programm angeboten. Und der Anspruch ist hoch, deutlich mehr als eine Grundversorgung. Es wird natürlich etwas Geld in die Hand genommen. Selbst der Begriff Rundfunk ist im Wandel. Dem der Produktion nehme ich eine weitere Reduktion vor, die reine Verbreitung. Klassisch sind oder waren terrestrische Antennen, Kabel und Satelliten die einseitige Verbreitung. Die Verbreitungskanäle werden nicht direkt von den Sendern betrieben. Sendetürme, Satelliten oder Kabelnetz betreibende Firmen arbeiten im Auftrag. Heute gibt es bei den privaten Sendern zwei Modelle. Das Premium-Programm muss zusätzlich gezahlt werden. Die freie, werbefinanzierte Variante ist nach wie vor klassisch, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk empfangbar. Gerät kaufen, einschalten, sehen und hören. Das Internet ist stark verkürzt gesagt ein weiterer Kanal, aber mit Rückkanal. Der Rückkanal hat es aber in sich. Die gesamte Gesellschaft kann sich einbringen. Leider funktioniert eins nicht. Man kauft ein Laptop, Tablet oder Smartphone und wo ist das Internet? Ohne Freifunknachbarin geht es ohne Vertrag nicht weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ein großes Online-Angebot, das nicht flächendeckend frei empfangbar ist. Hier ist eine Lücke. Diese Lücke könnte eventuell eine Brücke zum Grundrecht auf Internet sein. Wenn eh schon Sendemasten und Satelliten eingekauft werden, was wäre, wenn im Zuge des 5G-Netzausbaus eine Internetgrundversorgung huckepack gebührenfinanziert mitgetragen wird? Die unterste Kante sollte mindestens bei synchronen 1 bis 2 Mbit liegen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk legt Wert auf hohe Qualität. Dürfen es 10 oder 5 oder 10 Mbit sein? Diese Frage weit diskutieren, das sollten wir und das wünsche ich mir. Statt mit unzähligen WLAN-Routern scheint eine flächendeckende Grundversorgung mit 5G realistischer. Freifunk hat Erfolge. Spät und kaum wahrnehmbar hatten am 16. und 18. Dezember 2020 der Bundestag und Bundesrat beschlossen, dass Freifunk gemeinnützig wird. Ein Meilenstein für das Ehrenamt. Jeder Verein, mit dessen Satzung Freifunk gemacht wird, ist bei jedem Finanzamt nun als gemeinnützig zu führen. Wenige Vereine hatten es geschafft, mit anderen Begriffen die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Ich denke, im Jahre 2021 werden viele Vereine ihre Satzung anpassen. Dieses politische Signal bringt Kontinuität in einen Prozess. Freifunk kann weiter gedacht und gemacht werden. Ob eine Internetgrundversorgung aller öffentlichen rechtlichen Rundfunk über 5G gemacht werden kann, ist nur eine Möglichkeit. In meiner über 6-jährigen Tätigkeit bei Freifunk habe ich immer wieder von Menschen die simple Frage gestellt bekommen, ob Freifunk als DSL-Anschluss gemacht werden kann. Die Gemeinnützigkeit muss nicht ausschließlich für ehrenamtliche Vereine gelten. Wenn in einer Stadt oder in einem Kreis nur ein oder zwei Menschen Freifunk ehrenamtlich machen, ist das persönlich hoch anzurechnen. Vielleicht täusche ich mich, jedoch könnte mit kleinen Firmen als gemeinnützige GmbHs eventuell lokale Provider entstehen, dass mit Lohn sich Menschen hauptamtlich um die Pflege des Netzes Vollzeit beschäftigen können. Entweder nur um klassische Freifunk-WLAN-Router oder auch um Freifunk-DSL-Anschlüsse. Die flächendeckende Internetversorgung könnte ein wichtiges Ziel für Freifunk sein. Ich danke euch. Der Vortrag ist erstmal relativ kurz gehalten, weil es um grundsätzliche Ideen geht, wie die nächsten Jahre das Engagement weitergetragen werden kann. Die Ziele sind dabei langfristig. Im Detail wird das sicherlich sehr aufwendig und sehr vielschichtig werden, wie das Freifunknetz selber. Mit den Aufgaben wachsen, weitermachen. Ich freue mich auf Fragen, Anregungen und Kritik. Ja, Matthias, dafür erstmal herzlichen Dank. Spannende Idee eigentlich. Und ich presche jetzt mal so ein bisschen vor und stelle mal selber eine Frage, weil ich mir, als ich dir zugehört habe, gerade mal überlegt habe,
Glaubst du wirklich, dass die großen Telekommunikationsanbieter sich diesen Umsatz entgehen lassen würden? Wenn die Politik entsprechende Anreize gibt, dann könnte das durchaus mittelfristig realistisch sein. Warum nicht? Ich meine, allein schon, dass Freifunk jetzt überhaupt so einen offiziellen Status hat. Ich meine, vor 6, 7, 8 Jahren gingen die meisten noch davon aus, dass irgendwelche VPNs ins Ausland gemacht werden, was ja mittlerweile weitgehend nicht mehr der Fall ist. Also deswegen klar, anfangs war Freifunk mal auch sehr lokal gedacht, aber Freifunk ist gewachsen und es können auch nach wie vor die klassischen Varianten ja auch weiter gemacht werden, aber es können auch Freifunk-Varianten gehen, die auch da weitergehen. Und was lässt dich glauben, offensichtlich hast du dich ja schon sehr intensiv damit beschäftigt, ich finde die Vision mit 5G-Ausbau oder das zu nutzen, um mal so diese digitale Wüste, die in vielen, vielen Bereichen unseres Landes hier herrscht, mal so zu eliminieren. Aber was lässt dich glauben, dass es mit 5G besser wird und weniger schwarz oder weiße Flecken auf den Landkarten sind als bei 4G? 5G selber hat schon eine Menge Kapazitäten und ich würde mal einfach behaupten, dass 1 oder 2 Mbit Huckepack für jeden mit dabei sein sollten. Zumal ja auch im Internet of Things Bereich ja sowieso schmalbandige Anwendungen gedacht sind, die Bandbreiten haben, wie wir vor 25 Jahren mit dem Modem online waren. Also von daher ist das Netz ja schon auch wahrscheinlich da auch viel besser für geeignet, also besser als alles, was wir vorher hatten. Ja, und ich gucke jetzt hier gerade mal auf mein Handy, nicht weil ich gelangweilt bin, sondern weil ich hier auch noch Fragen reinkommen sehe. Interessanterweise, die gleiche Frage, die mich auch umgetrieben hat, kommt jetzt nochmal. Glaubst du, dass die großen Anbieter sich diese Einnahmen durch die Lappen gehen lassen werden? Wenn die Politik Rahmenbedingungen schafft, ist das machbar. Glaubst du ganz fest dran, ne? Ja, ich glaube da ganz fest dran, weil vor 8 Jahren auch viele den Breitbandausbau für Utopie halten. Es ist sicherlich noch nicht überall umgesetzt, aber dann haben die beiden großen Parteien das gewollt und dann ist es auf einmal in Breite gekommen. Und dadurch, dass gerade jetzt in der Situation, in der wir dieses Jahr sind, hat sich gezeigt, dass, also ich kenne keine Person mehr, die bestreitet, dass wir Internet brauchen. Also selbst Leute, die ich kenne auch nur noch 2 Leute, die gar keinen Internetzugang mehr haben. Und selbst die sagen, das wird benötigt. Also echt? Du kennst Leute ohne Internet? Nur noch 2. Uiuiuiuiui. Glaubst du denn, dass der 5G-Ausbau jetzt wirklich auch, es gibt ja viele Widerstände aus ganz unterschiedlichen Gruppen, das möchte ich jetzt gar nicht weiter kommentieren oder diskutieren, aber wird das schnell genug vorangehen? Ja, die Relation zu anderen Ländern kann ich nicht vergleichen, aber ich bin jetzt selber schon viele Jahre mit mobilem Internet unterwegs, habe auch über mobiles Internet Videostreaming gemacht und es ist schon in der Laufe der Zeit besser geworden. Also so, es wird gerade getippt, jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment warten, bis die Frage durchkommt. Unser Signal Angel hat angefangen zu schreiben, es geht gleich weiter. Sonst von der Freifunkseite her, ich gebe dir vollkommen recht, ich finde es auch großartig, dass die Gemeinnützigkeit endlich, und wir haben wirklich lange genug darauf gewartet, gekommen ist. Wird das nochmal so einen richtigen Wumms und nochmal so eine richtige Beschleunigung geben? Ja, also es wird auf jeden Fall wesentlich einfacher, dass viele lokale Provider entstehen. Das muss ja nicht irgendwie ein Hauptversorgungs-Freifunk-Netzanbieter sein. Es können ja durchaus auch sehr lokale Sachen auch sein. Abgesehen davon, dass wir ja in Deutschland sowieso mit den 3 Hauptnetzen sowieso das gar nicht, also es gibt andere Länder, da gibt es durchaus auch lokale GSM und LTE-Netze. Also da ist sicherlich auch noch was viel noch änderbar wäre. Und noch eine Frage aus dem Publikum, dem virtuellen. Welchen Router braucht man für Freifunk?
nicht mehr einen 841er, weil die zu wenig Speicher haben. Wenn man nicht in Projekten mitmachen, wo die vom Speicher aufgerüstet werden, würde ich als gebrauchtes Einstiegsmodell den DIR 825 empfehlen. Das hört sich kompliziert an. Wo kriegt man die? In diesem Internet. In diesem Internet, wenn man es denn dann hat. Wunderbar. Ich glaube, du hast so viel Information so gut rübergebracht, dass keine weiteren Fragen mehr offen sind. Lieber Matthias, ich danke dir ganz herzlich, dass du den Weg hierher auf unsere R3S-Bühne nach Monheim gefunden hast. Vielen, vielen Dank für deine visionären Ideen, deine Einblicke, deine Kommentare, deine Ideen, deine Meinung dazu. Sehr, sehr spannend. Sehr gerne wieder und wir gucken mal, wenn wir uns nächstes Jahr dann wieder hoffentlich in Leipzig sehen, was denn mal so aus deinen Ideen geworden ist. Spannend. Zumindest in der Diskussion. Ich denke mal, wir werden ein paar Jährchen brauchen, aber die Diskussion dahin wäre interessant. Danke. Unbedingt. Vielen, vielen Dank, Matthias. Ich danke euch.